Herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Minecraft Avant mit eurem Ertakus und dabei wieder der Shamai. Hallo. Ja, wir haben im Livestream, sind wir jetzt umgezogen, haben hier unten unsere kleine Kuppel. Erstmal unsere vorläufige Werkstatt. Ein bisschen Erze farmen waren wir wieder hier, schmelzt es wieder schön voll. Das läuft, hier haben wir ein bisschen Tinkerszeug und so. Jo, dann gehen wir mal hier durch. Hier hinten geht es dann ja zu der großen Maschinenhalle. Und auch zu unserem, ja, botanischen Garten. Weil dieser Korallenrock, der sieht geil aus, oder? Der was? Der Korallenrock, dieses bläuliche Zeug. Ja, mal gucken, was das hier wird. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Aber das Projekt geht ja noch ein bisschen. Also wird sich noch viel tun. Ja, wir brauchen ja auch Energie. Haben wir so gedacht. Warte mal, wir sind unter Wasser. Da gibt es doch Immersive Engineering diese Wasserräder. Ist eigentlich naheliegend. Und das kommt hier rein. Das wird erstmal unsere kleine Maschinenhalle. Hier kommt dann so die Immersive Maschinen und sowas alles mal rein. Und da hinten, da seht ihr den dicken Krater. Da baue ich die Wasserräder da rein. Ach ja, und nicht zu vergessen, der Quotenfrosch ist wieder da. Ja. Also ich habe jetzt auch in der Zwischenzeit hier, wie ihr seht, das hier ein bisschen schöner gemacht. Hat ein bisschen gedauert, darum dachte ich, mache ich das so. Und wir fangen dann mal an mit Immersive. Kohle haben wir auch schon durchjagen lassen. Ein Problem ist uns aufgefallen, diese Mechanismenleitung. Ich weiß nicht, wie ich die abbauen soll, ohne dass mir das Spiel crasht. Ich habe hier da ein paar Wrenches ausprobiert. Alle konnte ich nicht, weil uns die Mats noch fehlen. Konfigurator ging wohl mal, aber irgendwie nicht. Selbst wenn ich den jetzt hier umschalte, ich habe da passiert gar nichts. Mit X passiert auch nichts. Aber wir mal rumprobieren. Irgendwie muss das ja gehen, ne? Ja, genau, und ihr seht hier, wir haben das wieder aufgebaut, um mal hier den ganzen Cobblestone und so reinzupacken, weil das hat uns hier die Dinger hier richtig voll gestopft und das war nicht so schön. Ja, also fangen wir mal an, erstmal das Ding. Ach ja, genau, und ich habe mir hier ein neues Werkzeug gebaut. Obsidian Agord. Ist eigentlich jedes Werkzeug und ja, ein bisschen Verzauberung ist auch schon drauf, Efficiency und XP Boost. Schnell ist das Ding nicht, aber mal gucken. Hält lange. Ja. Ah ja, genau, ich habe ja immer mein Hämmerchen. Geht ja schneller. So. Gut, das Ding bauen wir und das Ding bauen wir auch mal ab. Da wollen wir dann darüber. Ah nein, ja, das kann ich doch erstmal hier stehen lassen. Das brauchen wir ja hier. Ja. So, und dann fangen wir auch gleich mal an schon Wasser. Nee. Oh, und mir ist aufgefallen. Ihr kennt das ja, den Schissel aus 1.7. Das Ding, ihr konntet zigtausend Teile damit schisseln und es ist nicht kaputt gegangen. Jetzt? Das ist ja schon mein zweiter Schissel. Ich habe noch nie einen zweiten Schissel gebraucht, weil einer kaputt gegangen ist. Oder war das bei dir irgendwie so, dass du mal einen zweiten brauchtest? Nee. Ja. Dinge halten gar nichts mehr aus. Das ist doch Minecraft, hier ist nichts realistisch. Okay, Sand fällt runter, Gravel fällt runter. Jo, wo haben wir denn mal unseren Hammer? Hammer. Dann nehmen wir mal einen mit. Da müssen wir jetzt sehr intelligent das Ding setzen. Also nur im Creative konnte ich das Ding abbauen, ohne dass mir das Spiel abkackt. Das ist nicht so schön. Aber okay, ist Version 1.10.2 und ja. Ist nicht ganz so verbuggt wie 1.8. Ey. So. Geht doch. Dahin.
Ja, Mechanik gepeitscht. Gut. Das müssen wir dann noch konfigurieren. Können wir den Tank hin und her schleppen? Holen wir uns nochmal Kohle, packen wir rein, dann kann er das schon mal laufen lassen. Dauert ja ein bisschen, bis das fertig ist. Da, Kohle. Zelda haben wir schon ein bisschen was durchgejagt. Also, ich glaube, wir brauchen noch einiges mehr. Also soll die Maschine mal laufen. Jo, dann kann das schon mal sich füllen. Jo, Kupfer haben wir viel, Eisen, Ressourcen haben wir einiges. Gut, dann machen wir mal hier. Immersive. Also, wir brauchen davon ganz viel. Brauchen wir dieses Holz. Das Holz war genau Eimer und Holzbretter rum. Machen wir mal ein paar Bretter. Nee, so. 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 Dann kommen wir uns mal rüber. Müssen wir nicht, uns nicht so viel bewegen. Geht das eigentlich auch so? Wäre ja geil. Nein! Nein! Scheiße, riesen Fail gemacht. Mal wieder. Ja, ich habe gedacht, packst den Tank mal in der Mitte und craftest das. Nee, der hat jetzt den ganzen Tank verbraucht. Scheiße. Ah! Okay. Ja, dann bauen wir uns mal einen neuen Tank. Und mit sowas muss ich mich die ganze Zeit rumschlagen, Zuschauer. Hättest du das gewusst? Keine Antwort. Ich bin auch am Überlegen, was ich antworte. Da zwei. Ah! Alter, Scheiße! Wir haben jetzt 84.000 Buckets, habe ich jetzt gerade verbraten. Für 8 Bretter. Gut, den Konfigurator kann ich mitnehmen. Also Leute, ein Extrem-Fail. Ihr seht's, ihr habt jetzt draus gelernt. Ich auch. Scheiße. Ich erinnere dich beim nächsten Mal dran. Ja, nee, so ein Fehler, das mache ich nicht ein zweites Mal. Das ist jetzt auf Aufnahme, das weißt du. Ja, das weiß ich. Ah, ja, ich Idiot. Scheiße. Okay, dann machen wir, dann kann ich das Holz wieder zurückpacken. So, dann können wir da erstmal noch nicht weitermachen. Ja, gut. Dann fangen wir an. Wir müssen noch andere Sachen craften. Vielleicht sollte ich doch Witchwheel machen, bevor noch Baby Blocksberg auftaucht. Ist hier schon wieder drauf? Ne, hast Pech gehabt. So. Gut, dann craften wir die Dynamos. Eisen und. Nein! Nein, normale Sticks gehen auch gut. Copper Wire. Okay, Hammer und Kupfer. Hammer, Hammer, Hammer. Wo ist denn der Hammer? Ich habe gerade hier reingeschmissen. Da. Und Kupfer. Ach, der verbraucht sich auch. Das ist ja blöd. Nein, was hat der Blödmann denn hier gemacht? Nuggets. Ey. Machen wir hier wieder Dinger raus. Ja. Oh, da kriegen wir auch noch welche raus. So. Passt. Jetzt blöd.
Wie mache ich die? Zwei Sticks und Eisen. Das kriege ich hin. Da mache ich auch keine Fehler bei. Hoffentlich. Also sag niemals nie. Ja, machen wir uns mal zwei Zangen und noch zwei Hämmer. Er fehlt uns Strings. Ach. So. Strings. Ich frage mich immer noch, warum der Engineering Summer einen String braucht. Gut, und jetzt müssen wir das noch klein schnibbeln. Schnibbel, schnibbel und nochmal schnibbel. Brauchen wir noch mehr Eisen? Haben wir alles da. Was ist denn? Habe ich das nicht rausgenommen? Schon wieder irgendjemanden Müll da reingeschmissen. Ach, wer war das bloß? LV-Wire. Brauchen wir Sticks. Ja, ja, immer muss ich hinter ihm herräumen. Ja, für irgendwas muss doch auch gut sein. Der Copper-Coil. Oh, haben wir ein paar Coil-Blöcke. Redstone und noch mehr Eisen. Oh, geht schnell alles gecraftet. 20 Stück. Ja, ich denke mal, mit 20 Stück kommen wir anfangs gut hin, ne? 20 Wasserräder. Ah, drei Stück. Jetzt fehlt uns nur was anderes. Wasser wird's nicht sein. Ja, weiß ich nicht. Hast du welches gefunden? Das kann auch weg. So ein paar Trillionen Hektoliter. Ja. Gut. Ja, da das eine nicht geht, müssen wir jetzt das andere machen. Also. Ich will da hinten das Ding hin haben. Hier macht er wieder Brühe. Wie machen wir das? Hier durch so einen Gang runter, so eine Treppe und dann. Ja. Fluten wir gleich mal wieder die Halle ein bisschen. Brauche ich Glas? Haben wir noch Sand? Nein. Nein. Mist. Oh, oh, oh. Gibt es eigentlich auch noch andere Möglichkeiten, Sand herzustellen? Wir brauchen, glaube ich, viel Sand. Ich vermute mal wieder Bruchstein. Ja, über Erdessenz. Also über dieses Art Magical Quops-Verschnitt. Ja, dann nachher am Anfang. Du machst auch mal was. Ja. Dieses Tome of Alcatraz, wie macht man das denn? Reliquie, das wäre auch mal was. Da brauchen wir auch einiges an Materialien. Dann muss man das irgendwie aufladen und da kannst du aus 1 Sand 33 machen. Also den Mod muss ich mir auch nochmal angucken. Da wollen wir hin. Gucken. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Ja, durch einen Crusher und dann Gravel durchjagen. Oder was ist denn das für ein Crusher? Die Maschine. Toll, ein anderer Crusher. Void Miner. Sorgmill. Crusher von Immersive. Alchemie Table. Was ist denn das? Blood Magic. Nein. Hauptsächlich durch die Crusher. Squeezer. Ach genau, ich weiß, wie wir noch Sand kriegen. Das wollte ich ja. War das Water? Nein. Genau. Dann machen wir was anderes. Wir brauchen auch Fische. Da haben wir's. Den Mod. Add Water. Dann machen wir das, weil wir brauchen diese komischen Fische.
Weil es gibt's da nämlich hier den Ring. Ring of Water Breathing. Da brauchen wir Pufferfische. Und Diamond Crystal Blocks, also dieses andere, den Mod, den muss ich mir auch nochmal gucken, wie das funktioniert mit dem Atomic Reconstructor. Aber erstmal brauchen wir uns die Fischernetze. Strain Base. Holz, Eisengitter, Kiste, Hopper. Holz. Wir haben Kisten. Kisten haben wir. Eisen. Haben wir nicht noch Eisengitter über? Machen wir uns 10. Ja, 10 Stück dürften reichen. So, und dann brauchen wir Fischernetze. Also, was haben wir denn? Sand 20% und Fische. Stone Clay Gravel, nein. Welcher bringt denn hier Fische noch? Schadpunkt, Leder, Pufferfische. Der bringt das Fischernetz. Wie mache ich das? Das mache ich so. Okay. Strings und Zuckerrohr. Hatten wir Zuckerrohr? Hatten wir hier, ne? Was mitgebracht? Ja, Zuckerrohr haben wir. Strings haben wir auch noch. Machen wir uns erstmal hier welche von. Ich denke mal, wir nehmen 4 Stück. Das dürfte reichen für Fische. Und dann machen wir uns 120. Was brauchen wir dafür? Eisen. Können mehrere. Und dafür? Nee, nee, dann nehmen wir den hier. Haben wir 3. Dann brauchen wir noch. Haben wir 7? Brauchen wir noch 3. Jo. Nein, was mache ich denn hier? Das war ja anders. So war das hier. So. Ah. 3 brauchen wir noch. Eins, geht nicht. Ja. So. Das entsorgen wir mal. Da haben wir hier gleich ein bisschen Platz im Inventar. Ah, das kann weg, das kann auch weg. Und das schmeißen wir da rein. So. Jetzt gehen wir mal nach oben und stellen die auf. Eigentlich cool, so Fische und sonstiges Zeug aus dem Nichts. Und auch Sand. Hä? Das muss also tiefer, dann brauchen wir noch ein bisschen was anderes. Nehmen wir das da. Bauen wir da unsere Fischeranlage hin. Was ist nämlich dagegen? Ja. Dann packen wir das da rein. Das da rein. Da rein. So, dann müssen wir eigentlich nur noch warten. Und dann sieht das Zeug aus dem Wasser. Gold kann auch mit rausspringen. Gucken, vielleicht haben wir schon Glück. Und anklickt, seht ihr das? Und der Baitslot. Scheinung vom Heiligen Geiste. Da kommen auch die Würmer her. Das hört auf. Ah, guck mal, da haben wir schon einen Sand. Ah, die Fischerdinger brauchen Würmer. Damit die Das Fische ist fangen, viel zu brauchen. negativ.
Das ist doof. Aber da haben wir schon Sand, da haben wir Gravel, da haben wir Clay, da haben wir Sand und Clay. Ja, dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge seht ihr, wie wir hier die noch bestücken. Und dann gucken, was da rausgesprungen, so rausgekommen ist. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und vergebt mir meinen Fail. Aber wer hätte das wissen können, dass sie das ganze Ding verbraucht? Ich nicht. Und der da hinten auch nicht. Also, bis denn. Tschüss. Tschö.